Wunderschönen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. So. Die Kira ist heute mit am Start. Ja. Der Susi auch wieder. Und der Uwe natürlich. Guck mal, Kira, das ist unsere Schätzlein. Jo, meine Rübe. Die denkt so, ja, what's going on? Was ist los hier? Ja. Ja, also wir haben heute vor, die Cadea Vera Mandel- und Honigmaske zu machen. Und zwar gibt es die bei Müller, hier unten. Müller. und die ist uns gesponsert worden von der lieben Katrin K. An dieser Stelle, liebe, liebe Katrin, herzlichen Dank für diese Maske, die wir ausprobieren dürfen. Mandel und Honig kennt man schon. Jetzt muss ich muss euch etwas näher kommen, damit die Kira hinter mir vorbeiläuft. Ach, hast du dich jetzt da hingelegt, ja? Ja. Na gut, jetzt bleibt sie, ihr seht sie hier ein bisschen. Jetzt bleibt sie halt da. Was willst du tun, ne? Schatz, ich muss hier was auf den Teller rücken. So, die kennen wir ja schon aus von Balea und sonst was, aber von Cadea Vera kenne ich sie halt noch nicht. Und da freut mich schon sehr, die auszuprobieren. Hier steht drauf, Akazienhonig und Mandelöl ist drin für geschmeidige, sanfte Haut für alle Hauttypen. Ja, lieben, lieben, lieben Dank, Katrin. Ich freue mich. So, die Fragen habe ich auch an den Start. Und natürlich ist jetzt das von einem Schätzlein, die schon am längsten darauf wartet, mal ranzukommen. Und zwar ist das tatsächlich vom 15. August, Leute. Fast einen Monat wartet die liebe Lena schon darauf, dass wir ihre Fragen und ihre Nachricht halt vorlesen. Und deshalb werden wir das jetzt mal machen. Ja, aber bevor ich die Fragen lese, müssen wir uns natürlich präparieren, ist ja klar. Dafür muss ich erstmal also meinen Pony beiseite klemmen. Spiegel steht hier. Den werden wir hier hinstellen. Dann bin ich so out of order. So, und die Haare, das wird mal langsam Zeit, ja, dass die Haare wieder geschnitten werden, weil ich kriege meine Zornlocken schon wieder. Ja, so sieht man es jetzt nicht. Aber hier am Pony, da kommen halt die Locken. Und wenn die Locken, nee, Locken, was soll denn noch locken? Ne? Hier ein bisschen kann ja nicht mehr locken. Bisschen warm. Dann hat sie das ausgelockt. Kneten, dann kriegt man das besser hier raus. Das war mir noch. Ach Leute, das ist schon wieder so eine Hitze, ganz ehrlich. Keine Freude. So, ich habe übrigens eure Kommentare, die, was ihr so geschrieben habt, bezüglich Uwe, alles an Uwe weitergegeben. Ja. Und ich distanziere mich ganz weit davon, dass ich dafür verantwortlich bin, auf den Uwe Acht zu geben. Der Uwe ist alt genug, der kann schon auf sich selber Acht geben. Ich finde, meine Aufsichtspflicht, ja, gegenüber meines Ehemannes habe ich schon damit abgegolten, dass ich überhaupt den Krankenwagen gerufen habe, ja, Freunde? Also macht ihr jetzt ohne jede Ehefrau. Ja, 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 also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ihr könnt mir doch nicht reinschreiben, ich muss besser auf Uwe aufpassen, ihr macht euch Sorgen. Was stimmt denn da nicht? Das ist, natürlich passe ich auf Uwe auf, aber dieser Mann ist mündig. Ja? Und wenn er andere Pläne mit seinem Leben oder mit seiner Krankheit hat, dann obliegt es mir nur, ihn darauf hinzuschubsen. Und wenn er es nicht will, dann will er es nicht. Ne? Also was anderes kann ich da auch nicht machen. Also da muss ich wirklich mal direkt am Anfang was dazu sagen. Das ist den Kommentar hätte er sparen können. Ja, das sind ja verschiedene. Da sind ja tatsächlich mehrere auf diesen Zug aufgesprungen. Und das weiß ich aber ganz, ganz, ganz stark von mir. Denn ich passe schon auf Uwe, soweit es in meiner Macht steht. Ne? Wenn aber ein erwachsener Mensch nicht möchte, dann kannst du da auch nichts machen. Kannst du machen gegen nichts. Aber erstmal was anderes, der Duft. Ah, wunderschön. Der riecht gut. Der riecht nach so Honig, ne? Mhm. Also sonst riechen die ja immer eher so nach diesen anderen Zusätzen. Nee, der riecht gut. Der riecht richtig nach Honig, ja. Ja, also nur mal so am Rand, ne? Das ist so, ich finde, was macht das denn mit mir, wenn ihr mir sowas schreibt? Ganz ehrlich, ja. Stell dir mal vor, dem Uwe passiert was. Dann habe ich immer im Kopf, ich habe nicht genug auf ihn aufgepasst. Also Entschuldigung, geht's noch? Nein, das kann ich noch. Ja, da werde ich ja meines Lebens nicht mehr froh. Das ist ja, keine Ahnung. Also ich finde, da ist das auch noch eher bei den Ärzten, dass die da mal ein bisschen
ja, vernünftiger mit den Patienten umgehen sollten, ne? Sich kümmern müssten. Weil ja. Ich kann ja jetzt nicht so viel machen, außer Uwe zu drängen, naja, sich um sich selbst zu kümmern. Ja? Mehr kann ich nicht tun, Leute. Nee, ist ja auch richtig. Und ich, wie gesagt, ich bin alt genug, ich weiß ganz genau, was ich mache. Das glaube ich manchmal nicht, aber gut. Das ist ja eine andere Sache. So, und was ist rausgekommen? Ich bin da hingefahren zu nichts. Wegen nichts, ja. Wegen nichts. Ja. Aber ist auch real. Ja, gut, aber nichts machen. Die Vorsicht ist so. Ja die Mutter der Porzellankiste. Und dann geht es immer darum, dass der Uwe immer so viel gähnt und immer so müde ist. Das ist ja auch der Grund wohl gewesen, warum man sich so sorgt um dich, Uwe. Ja. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. So allgemein, ja. Aber in meiner Welt oder in unserer Welt ist das so, wenn man morgens um 5 Uhr aufsteht oder manchmal auch um 4.30 Uhr, dass man dann schon mal so gegen 16 Uhr müde sein darf, weil man einfach mal verschissene 12 Stunden wach ist, ja? Ja. Also, Mann, Leute, ihr seht 30 Minuten aus unserem Video, aus einem 24-Stunden-Tag sind das 30 Minuten, die wir euch zeigen. Ja. Wenn überhaupt. Ja, gut, manchmal ist es auch eine Stunde, aber die Stunde oder die 30 Minuten, ist nicht der ganze die Tag. Sagt doch über nichts was aus. Das ja. ist, der Uwe ist ein Frühaufsteher. Der ist immer auf Achse, immer unterwegs. Und das ist auch so eine Sache, wie soll ich denn da aufpassen, wenn ich auf der Arbeit bin? Ja. Ich meine, so eine lange Leine habe ich gar nicht, ja. Das ist, also manchmal muss man doch schon mal ein bisschen überlegen, was man den Leuten in den Kommentaren schreibt, oder? So. Das jetzt mal dazu. Ja. Alle in Liebe, ne? Ist ja logisch. So, ihr Lieben. Die liebe Lena, die hat geschrieben, guten Abend, ihr drei Lieben. Ich melde mich auch mal. Also bei Lena war es zu der Zeit abends, als sie geschrieben hat. Seht ihr eine Uhrzeit? 21.32 Uhr, Lena. Da habe ich ja schon fast im Bett gelegen. Ja. So, wieder mal, ich melde mich auch mal wieder nach längerer Pause. Hier kommt eine ziemlich lange Nachricht, Entschuldigung dafür. Kein Problem. Kein Problem. Ich persönlich würde es schade finden, wenn es den Maskenmontag nicht mehr geben würde. Schaue ihn regelmäßig und gerne. Ja, ganz viel Liebe an dich, da freue ich mich insbesondere. Ne? Ich weiß nicht, ob der Uwe sich darüber aufreut. Ja, klar. So, kann aber auch verstehen, wenn ihr aufgrund von zu wenig Interesse am Format einstellt. Ja, das ist das halt. Ich krieg jedes Mal, wenn ich Maskenmontag hochlade in meinem Dashboard halt die Nachricht, dass das Format von weniger regelmäßigen Zuschauern angesehen wird. Also, es ist kein so großes Interesse eigentlich da. Das ist ein harter Kern. Das sind diese 1000 Leute ungefähr, die das gucken. Ja, aber für die 1000 Leute lohnt es sich ja trotzdem. Ne? Also von daher. Deshalb, solange wir irgendwas haben, worüber wir reden können, bleibt das Format bestehen, definitiv. Wenn es aber irgendwie nichts mehr gibt, ne? Dann lassen wir uns mal mit einfallen. Ja, genau. Bis jetzt ist es noch nicht so weit, deshalb. So, nun habe ich erstmal ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beide mitmacht. Oh ja. So, Schatz, dann machen wir 3 auf 3, 2, 1, ja? Mhm. Also, barfuß oder Socken? 3, 2, 1. Barfuß. Socken. Was? In eine Sandal? Ach so, in eine Sandalen. Ne, barfuß oder Socken. Ja, also. Also Uwe Socken. In der Schuhe Socken. Ecke barfuß. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als barfuß durch die Welt zu laufen. Bloß heutzutage, als Kind bin ich immer barfuß gelaufen. Ich konnte die Zeit gar nicht abwarten, bis ich Mutter und fragen konnte, dürfen wir barfuß, weil das es warm genug ist, ja. Wir sind immer barfuß draußen rumgerannt. Ich hab sie lieb. Heute würde ich es nicht mehr so machen, weil, ne? Nee. Ja. Aber sonst so für den Fuß, das Beste, was es gibt. So, unsichtbar sein oder Gedanken lesen? 3, 2, 1. Gedanken lesen. Unsichtbar. Oh, ich würde lieber unsichtbar. Ich möchte ja nicht alles wissen, ja. Ich möchte lieber... Doch, Gedanken lesen. Ich finde unsichtbar richtig cool. Überleg mal, kannst du überall hinfliegen? Dich sieht halt einfach keiner. Setz dich auf den Platz von der Stewardess, fertig, oder? Und wenn die mal kommt und sich 5 Minuten hinsetzen will, stehst halt auf. Ja, also ich finde unsichtbar sein richtig cool. So, drittens, unter Wasser atmen oder fliegen können? 3, 2, 1. Fliegen. Unter Wasser!
Warum sind wir so gegensätzlich? Ja, fliegen ist doch schöner. Ach, kannst du überall hinfliegen. Eigentlich hast du recht, ja. Doch, eigentlich hast du recht. Okay, darf ich tauschen? Du kannst auch unter Wasser überall hinschwimmen. Aber unter Wasser atmen ist schon auch geil, oder? Ja, das ist schon mal geil. Ja. Aber ich glaube doch lieber fliegen. Der Uwe hat recht, der hat mich überzeugt. Viertens, Jogginghose oder Jeans? 3, 2, 1. Jogginghose. Jeans. Warum rennst du jetzt zu Hause immer nur im Jogger rum? Ja, zu Hause, unterwegs nicht. Ja, das ist immer ist ein bisschen ein Wenn oder draußen. Ja, das wissen wir nicht, ne? Ja, also der Mike, okay, schließe ich mich mal an, Jogginghosen. Also draußen ziehe ich auch Jeans an. Ja, ich auch. Aber also, ich gehe davon aus, dass das von zu Hause gemeint ist. Okay, gut, lassen wir alles, wenn es jetzt von zu Hause ist. Fünftens, Samstag oder Sonntag? 3, 2, 1. Samstag. Weil dann hat man noch einen Tag zum Gammeln. Zum Rumgammeln, genau. Ich bin sowieso dafür, dass es noch einen Tag zwischen Samstag und Sonntag gibt. Ne? Das Wochenende ist immer viel zu kurz, ey. So, sechstens, schwitzen oder frieren? 3, 2, 1. Schwitzen. Also ich finde den Sommer echt ätzend, ne? Und ich finde auch Schwitzen ätzend, aber noch ätzender finde ich Frieren. Das ist so. Ja. Im Sommer kannst du jetzt noch ins Wasser oder so dich abkühlen. Ja. Also noch, Freunde, ne? Ja. Es, aber irgendwann, ich meine, du kannst zwar anziehen, wenn du. Na, Schatz, müde? Nein. Die Schätzlein zählen schon, wie oft du gehst, ey. Also jedes Mal, wenn Uwe gehen können, dann Schnaps trinken. Oh, ist der Tag schon besoffen? Auf jeden Fall finde ich, du, man kann sich zwar anziehen, Zwiebelschicht machen, ja, aber irgendwann kannst du dich ja gar nicht mehr bewegen, ne? Also frieren finde ich irgendwie blöder als schwitzen. Ja. Ja. Ich hätte das so 25 Grad 12 Monate lang, das wäre toll. Und nachts kann es regnen. Genau. So, also siebtens, Stadt oder Dorf? 3, 2, 1, Stadt. Stadt. Obwohl ich Dorf auch sehr schön finde, aber ich könnte es mir nicht vorstellen, dort zu leben. Also ich kann mir dann vorstellen, auf so ein Dorf Urlaub zu machen oder ein halbes Jahr zu bleiben oder so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dauerhaft zu leben, weil alles, was so lebensnotwendig, also so wie Krankenhäuser, Ärzte und sowas, ist ja eher schwierig auf dem Dorf, ne? Mhm. Das stimmt. Und wenn du nicht in eine Gemeinschaft reinkommst, weil du vielleicht von außerhalb kommst, ich höre immer ganz oft, dass ganz viele irgendwohin nach Bayern oder was auf irgendein Dorf sind und die hier kriegen da keinen Fuß in die Tür rein, weil da so die Gemeinschaft so stark ist und die da einfach keinen neuen reinlassen, dann ist das auch schwierig. Also ja. Dann hast du das hier in der Stadt schon ein bisschen einfacher. Stimmt. Also meine Großeltern haben ja auf einer Kleinstadt gelebt, ne? Mhm. Und, das, also, und rundherum waren halt Dörfer und alles, fand ich immer schön in den Sommerferien und sowas. Aber Leben, Stadt, du auch, ja? Ja. So, achten, Schokolade oder Chips? 3, 2, 1, Schokolade. Chips. Ja, der Uwe ist der süße Zahn und ich bin der herzhafte Zahn auf jeden Fall. Nee. Neuntens, Aufzug oder Treppe? 3, 2, 1, Aufzug. Würde das hier einen Aufzug geben? Ich würde immer Fahrstuhl fahren, ich faule. Lotte, aber wirklich. Treppe. Nee. Warum willst du eigentlich ins Erdgeschoss ziehen, wenn du die Treppe liebst? Ja, weil das nicht so hoch ist. Ja. Alles klar. Ja gut, wenn ich vielleicht irgendwann mal fitter bin, würde ich vielleicht mich auch für die Treppe entscheiden. Aber jetzt ist es der Aufzug. So, oh, die zehnte Frage, die ist echt fies, ne? Hund oder Katze? 3, 2, 1. Hund zur Zeit. Ich würde am liebsten beides sagen, aber ja, ich sage jetzt auch Hund. Hund. Weil wir einen Hund haben. Ja, ja. Aber wir, der Uwe und ich, wir lieben beides. Ja. Also wir sind Katzenfans, genauso wie wir Hundefans sind. Und beide Tiere sind so unterschiedlich, aber trotzdem toll. Ja. Okay, also Hund. Elftens, Sommer oder Winter? 3, 2, 1, Sommer. Sommer. Obwohl, Leute, ja, die 30-Grad-Grenze und sowas ist nicht meins. Aber ich finde Frieren einfach noch schlimmer.
wenn, wisst ihr, wenn die Muskeln so kalt und steif sind und ach nee. 12. Herbst oder Frühling? 3, 2, 1. Frühling! Yay! 13. Hat irgendeiner auf die Uhr geguckt? Nee, weiter. Was sagt denn die Uhr hier? Okay. Reisen oder Balkonien? 3, 2, 1. Reisen! Also lieber reisen auf jeden Fall. 14. Strandurlaub oder Städtetrip? 3, 2, 1. Strandurlaub! Wie cool! 15. Geburtstag oder Weihnachten? 3, 2, 1. Geburtstag! Warum klatschen wir da? Ach so. Ich dachte, du machst jetzt so Weihnachten. Nee, Geburtstag auf jeden Fall. Nee, Weihnachten kriegt mir Geschenke. Was? Stimmt gar nicht, du kriegst zum Geburtstag mehr Geschenke. Frühstück oder Abendessen? 3, 2, 1. Frühstück! 17. Film oder Serie? 3, 2, 1. Serie. Also da kommt es aber auch mal drauf an. Ne? Ja. Einfach ultra geile Filme, aber auch ultra coole Serien. Übrigens, jetzt haben wir eine ganz coole Serie. Wir gucken gerade eine Piratenserie, ist auch schon was älter, und zwar ja. Black Sails. Sails. Ja. Ja. Und die ist wirklich total spannend. Also wer auch auf so Piraten-Gedöns steht, könnt ihr mal gerne reinschauen. Also es ist jetzt hier nichts aus 1950, sondern schon was Moderneres. Und echt cool gemacht, ne? Ja, also, sehr super gemacht. Gibt's ja. 4 Staffeln und wir sind gerade in der 4. Staffel auf jeden Fall. Es lohnt sich wohl wieder. Ja. Wer so was Interesse hat, lohnt sich da drin zu kicken. Also uns gefällt es auf jeden Fall. Ja, auf alle Fälle. So, 18. Rache oder Vergebung? 3, 2, 1. Vergebung. Vergebung. Ja, Rache ist Blutwurst, Leute. Das ist... Was bringt's einem denn? Außer vielleicht 5 Sekunden Genugtuung. Also die Vergebung an sich ist ja eher dauerhaft, ne? Dir geht es dann dauerhaft eigentlich damit gut. Deshalb, ich bin für Vergebung. Ja. Ich bin sowieso auch immer für Heilen und so was oder Reparieren. 19. Optimist oder Pessimist? 3, 2, 1. Optimist. Ja. Immer positiv sehen alle. Auch wenn man das nicht immer gleich erkennt, ne? Wo das Positive in bestimmten Situationen steckt. Aber es kommt der Tag, da erkennt man das. 20. Realist oder Träumer? 3, 2, 1. Realist. Ja. Ja, das kann natürlich auch so ein schönes Bild mal zerstören, wenn man so sehr realistisch ist, ne? Aber ich finde, das sagt ja nur aus, dass du im Hier und Jetzt lebst, ne? Das ist so. So, eigentlich ein Kindtagträumer bist. Regen oder Schnee? 3, 2, 1. Schnee. Oh, Schnee ist doch viel geiler, kannst du rodeln und alles. Will ich aber nicht. Und du, dann bist du ja wieder bei Kälte. Ja, das stimmt. So ein warmer Sommerregen ist auch geil. Leute, als es noch so ging, also früher war das einfach so ein warmer Sommerregen, war ein warmer Sommerregen, war ohne Gewitter, ne? So richtig ein warmer Guss. Da, und wenn das so richtig geschüttet hat, dann sind der Uwe und ich in unsere Badeklamotten drin gesprungen und haben auf dem Balkon rumgetanzt. Weil, ja, aber da musst du schon richtig heftig reden. Ja, klar. Haben wir schon lange nicht mehr machen können, weil das einfach immer mit Gewitter verbunden ist. Aber das stimmt, der Uwe hat recht, Regen. Ja. Ich muss schon wieder revidieren. So, 22. Tattoo oder Piercing? 3, 2, 1. Tattoo. Piercing. Nee, Piercing will ich nicht. Nee, du hast auch keine Löcher. Nee. Aber ich habe keine Bildchen. Das ist, obwohl ich schon überlegt habe, mir mal ein Tattoo stechen zu lassen. Ne? Aber nee, lieber habe ich mich durchbohren lassen. So, Kino oder Netflix? 3, 2, 1. Netflix. Ja, Netflix. Ja. Da kannst du halt zu Hause auf der Couch so sein aus, und gucken, was du willst. Das heißt aber nicht, dass wir Kino jetzt verachten. So ist es ja nicht. Ne? Aber in Kino, da quatschen sie dann andere dazwischen und stöhnen und schreien. Hier, zu Hause hast du das nicht. Ja, oder hast du so einen hohen Männer vor deiner Latichte zu sitzen, dass du... Dann siehst du bloß die Hälfte davon. Ja, das ist so. Nee. Wobei inzwischen sind die Kinos ja auch schon wieder ein bisschen moderner. Ja. Jetzt gibt es ja tatsächlich auch noch so eine Liegestühle und sowas. Aber doch, ich finde zu Hause irgendwie schöner. Da kannst du halt auch eine Watchparty machen, zu Hause mit Leuten.
Oh, ja, ihr könnt ihn trinken, schon, Leute. Ja. Prost. Ich glaube auch, wenn das der Uwe so oft gähnt, liegt auch an dem Ringlicht, weil das ist schon... Ich hab jetzt nicht gegähnt. Nee, hast du dir verdrückt? Nein. Wir gucken nachher mal nach. So, 24. Horror oder Comedy? 3, 2, 1. Comedy. Horror. Also der Uwe, immer wenn ich sage, wollen wir uns einen Horrorfilm angucken? Nein. Action. Und jetzt haust du raus Horror? Also ich bin immer eher für Comedy. Ja, ist schon richtig. Action-Comedy. Also ich spring zurück, ich gehe auch auf Comedy. Ja. Ja, stimmt, ist schon besser. Genau. Also, und Frage 25, Bösewicht oder Superheld? 3, 2, 1. Superheld! Ja, wer liebt nicht Superman oder, wie heißen die denn alle? Batman. Ach, weiß ich, wie die Supergirl. Heißen. Supergirl, das bin ja ich. Ja. Ja. Sexy Girl. So, die liebe Lena, die hat hier noch ganz, ganz viele Fragen und hat aber auch geschrieben, falls ihr noch kein anderes Material habt, andere Fragen, zum Beispiel kommen hier noch welche für schlechte Zeiten. Auch hier dürft ihr beide gerne unabhängig voneinander antworten. Liebe, liebe Lena, die heben wir uns tatsächlich auf. Ja. Und ich werde mal auf jeden Fall deinen Kommentar hier markern und ich hoffe, dass ich mich daran erinnere. Wir werden Zelle am Rechner. Ja. Ansonsten sei bitte so lieb und mach mich da nochmal drauf aufmerksam, okay? Heute. Nicht heute, aber bei Gelegenheit, dass, ja, dass die anderen Fragen noch offen sind. So, ich muss das jetzt als ungelesen markieren, du bist aber im Archiv drin. Genau. Machen wir, lassen wir so. Ja. Wie lange haben wir denn jetzt? Was so auf die Uhr geguckt? Oh, schon ja. Naja, 20 Minuten. Ja, 20 Minuten sind es nur. Wir machen von unserer lieben Verena, die hat nämlich eine Sprachnachricht geschickt. Aha. Jetzt geht das los. Jetzt zwei. Ich hoffe, ich spiele die richtige ab. Also ich habe dann mal, hier ist Verena übrigens, eine Frage. Welches sind die drei besten Entscheidungen eures Lebens, wenn ihr auf euer Leben zurückguckt? Die drei besten Fragen. Die drei besten Entscheidungen unseres Lebens. Bevor Verena jetzt nämlich ihre verrät, ja, werden wir erstmal darauf antworten. Also auch hier Videofrage. Was sind eure drei besten Entscheidungen eures Lebens? Ich finde die Frage nämlich echt mega. Ne? Ja. Also an erster Stelle würde ich definitiv sagen, unsere Hochzeit. Richtig. Also für mich jetzt und für dich. Ja, auch die Hochzeit. Dann meine Tiere auch, ja. Alle Tiere, die ich so hatte in meinem Leben, definitiv waren immer eine gute Entscheidung. Bevor ich Uwe kennengelernt habe, hatte ich davor auch schon eine Katze, die ich von der Straße mitgenommen. Die war total dreckig und abgemagert und hast nicht gesehen. Die hat sich ja uns ausgesucht quasi. Und das war so viel Dankbarkeit, die mir da entgegenschlug. Das ist immer, das ist die beste Entscheidung gewesen. Genauso unsere Katzen, die aus Potsdam, Werder zu holen. Ja. Und genauso wie Kira jetzt aus dem Tierschutz zu holen. Ja. Das sind irgendwie die besten Entscheidungen, weil die einfach das Leben so viel lebenswerter gemacht haben. Ja, man hatte auch seine Einschränkungen. Das ist ja schon wie jetzt, wenn man Kinder hat, weil man das oder das vielleicht nicht machen kann. Aber das ist nicht ins Gewicht gefallen. Das war schon eine super Entscheidung. Was ist deine zweite beste Entscheidung? Dass ich mich von meiner Familie getrennt habe. Deine zweite beste Entscheidung ist das? Ja, dass ich mich von denen losgemacht habe. Ja, das nenne ich jetzt als meine dritte beste Entscheidung, dass ich meiner Familie den Rücken gekehrt habe. So, jetzt hast du noch eine offen, Uwe. Ja, was ist denn da noch? Ja. Keine Ahnung. Dass ich dich liebe. Das ist deine beste Entscheidung? Ja, liebt dich über alles. Oh, das ist lieb, aber das ist doch keine Entscheidung. Doch. Ich liebe dich übrigens auch über alles. Na, dann ist gut. Und ich achte auf dich, mein Schatz. Ja, ich werde dich dran erinnern, zwischendurch. Okay.
wir brauchen noch eine Antwort von dir. Das zählt jetzt nicht so richtig als Entscheidung. Man entscheidet ja nicht, irgendjemanden zu lieben. Das ist ja hormonell. Nee, das ist ja. Ach, fällt mir jetzt nicht ein auf Anhieb. Also ihr könnt ja sagen, was ich geil fand, als ich damals nach meiner schweren Erkrankung zur Reha musste, da hat der Uwe mir immer ständig Pakete geschickt. Das finde ich auch die geilste Entscheidung ever oder die beste, weil ich war da die Einzige, die regelmäßig Pakete gekriegt haben und der hat die Kartons mal mit Herzchen und Sprüchen und sonst was verziert, wisst ihr, dass die schon alle, die haben mich alle beneidet, ich so eine tollen Päckchen gekriegt habe. Aber wenn, ich weiß nicht, ob der Uwe das als seine beste Entscheidung. Ja, war mit einer von meinen besten Entscheidungen. Ich glaube, so viele Jugendliche. Ich finde wirklich unsere Liebe oder dass man dazu gelassen hat, dass wir zusammenkommen, ist die allerbeste Entscheidung. Ja. Ja. Also meinen Ex zu verlassen für Uwe war auch meine beste Entscheidung. Ja. Weil der Uwe die Liebe meines Lebens ist. Ne? Das muss man jetzt auch mal so sagen. Und schön aufpassen auf mich. Genau. So, also Verena, mal sehen, was du jetzt erzählst. Meine drei besten Entscheidungen sind, Jochen geheiratet zu haben. Dann meine Tiere sind gehört zu meinen besten Entscheidungen. Und meine Magen-Bypass-OP. Ja, siehst du. Ja, dann bin ich gespannt, was ihr so denkt. Was eure drei besten Entscheidungen sind. Also ich finde, wenn ich jetzt einfach auf deine mal eingehen soll, dass ich auch finde, deine Bypass-OP war schon wirklich eine richtig geile Entscheidung. Weil guck, wo du heute stehst. Du siehst so toll aus. Du hast so viel geleistet und geschafft. Und ich möchte hier nochmal eine Lanze brechen, weil das ja allgemein eine falsche eine Vorstellung, dass nämlich eine Magen-Bypass-OP ein Selbstläufer ist, der irrt gewaltig. Alle, die sich das machen lassen, haben eine Unterstützung, einen Anschubs, ja, aber schaffen musst du es trotzdem alleine. Das ist nur, weil man diese OP hat, heißt das nicht, ja, dass das alles von alleine so läuft. Also man muss schon diszipliniert sein, und das, vor allem auch den Schweinehund überwinden und alles, eben weil das nicht kein Selbstläufer ist. Und ich werde das so oft wiederholen, wie es nur geht, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Sowas ist kein Selbstläufer. Deshalb, liebe Verena, ich bin ganz, ganz, ganz dolle stolz auf dich. Du kannst stolz auf dich sein über das, was du da geschafft hast. Also ich finde auch, Chapeau, beste Entscheidung deines Lebens, ja. So, was erzählst du denn noch? Du, was denn jetzt los? Jetzt hat jetzt Feierabend. Nein, jetzt klingelt es bei Verena Kopf hier falsch gedrückt. Ich kann auch noch für den Maskenmontag ein paar Fragen. Ich weiß gar nicht, ob der Uwe schon mal erzählt hat von seinen Tieren, ob er als Kind Tiere hatte. Oder auch du, welche Tiere hattet ihr als Kinder? Also bei mir waren es Meerschweinchen, ein einzelnes Meerschweinchen, ja, sehr schlimm, einzelne Kaninchen, sehr schlimm. Möchte ich ja heute sehr ungern dran denken, aber dann waren so Gemeinschaftstiere oder Familientiere, waren Katzen, dann hatten wir Schlittenhunde, über viele Jahre und ich überlege gerade, ach ja, und Chinchillas hatte ich auch. Oh, wow. Mäuse, Hamster, glaube ich, ja, Mäuse, Hamster. Ja, also ich appelliere da wirklich nur an alle Eltern. Die Verantwortung liegt bei den Eltern. Ja. Ein Kind ist nicht in der Lage, ein Tier zu versorgen, auch wenn man das denkt. Genau. Ne? Die haben anderes im Kopf, die Kinder. Ja. Ja. Ja, super. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Verena, für deine Fragen. Dicke, fettes Herz. Und der Uwe darf dir jetzt mal erzählen. Ja, ich hatte als Kind hatte ich Meerschweinchen, ein Hamster, aha, Katze. Wir hatten eine Katze mit Junge und ein Wellensittich hatte ich. Ja. Dich und zum Schluss hatte ich Nymphensittiche. Oh, wow, ehrlich? Ja.
Zwei. Aber die sind doch auch, hattest du nicht auch Prachtrosella oder war das von... Nee, das war auch schon älter. Damit schon arbeiten. Achso. Ja. Verena, wolltest du jetzt nur Kinder wissen? Kindertiere? Ja. Nee, das, was du so all in deinem Leben hattest, oder? Ja. Ja, dann kommen, müssen da doch die Prachtrosellas noch dazu. Ja, wenn ich dann lehme, dann kommt die Prachtrosellas. Ja. Das stimmt. Und dann kommt ein Kaninchen zwischendurch. Ja. Und... Ja, da war eine ganz große Pause, da hat Susi kennengelernt, dann kamen die zwei Katzen und der Hund. Aber hast du nicht auch eine Katze zwischendurch gehabt? Ach ja, stimmt, die Katze hatte ich ja auch. Oh Gott, ich hätte auch schon einen Tierpark aufmachen können. Ja. Stimmt, ich hatte eine Katze zwischendurch. Genau. So, und dann hat ich gesagt, dann hat Susi kennengelernt, wie gesagt, und dann zwei Katzen noch mit zugenommen und einen Hund. Und einen Hund, ja. Und das war's. Ja. Ich glaube, mehr Tiere werden heute nicht mehr ankommen. Heute nicht. Oder in mein Leben noch hinkommen. Also, und ich hatte auch wie du, liebe Verena, ein Rosettenmeerschweinchen, ein weißes mit roten Augen. Ein einzelnes. Mein Bruder hatte auch einen einzelnen Zwerghasen oder Zwergkaninchen. Also war ein weißes, auch mit roten Augen. Zähle ich jetzt halt mit zu den Tieren, die ich halt oder wir halt zu Hause hatten. Dann hatten wir zwei Aras, Rotbrustaras. Dann hatten wir einen Graupapagei, drei Wellensittiche, immer so nacheinander, ne? Nie alle zusammen. Schade, wa? Ja. wie gesagt, drei Wellensittiche, einen Hund, ein Pferd. Hatten wir denn noch? Natürlich auch Hamster und Mäuse, wobei die Maus unfreiwillig war, weil die haben ja von Schering gerettet. Als ich mein Schulpraktikum bei Schering hatte, haben wir da die Mäuse rausgeschleust und haben die gerettet. Was hatten wir denn noch? Ja, dann kam die eigene Wohnung, da hatte mein Ex-Freund halt einen Kater und dann kam die Katze dazu, die wir auch vor der Straße aufgelesen hatten, dann das kam Uwe und dann kamen die zwei Katzen und der Hund. Genau, also schon ordentlich. Ein kleiner Zoo war das auf jeden Fall, den wir da so hatten. Ja, liebe, liebe Verena, ganz, ganz viel Liebe für dich und danke für deine Fragen. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, vor allen Dingen schwelge ich gerade wieder so in Erinnerung. Ne? Mhm. Aber an dieser Stelle werden wir uns jetzt die Maske abnehmen, ja. Und wir sehen uns in einer Sekunde wieder. Okay. Da sind wir wieder. Ja, wir sitzen. Du bist da, ich gehe hier. Vereint auf der Couch. Ja. Genau. Auf der Arbeitsbank. Ja. Schatz, was sagst du jetzt zu die Maske? Der Maske? Ja. Ja, die war super. Katrin, super. Lieben, lieben Dank. Und die Haut, die fühlt sich wirklich toll gepflegt an. Also ich finde ja sowieso diese Honigmilchmasken pflegen unfassbar gut. Also die Haut fühlt sich richtig gut an. Prall, beruhigt fühlt sie sich auch an. Ne? Irgendwie so. Und die hat doch richtig eingezogen. Man hat doch gesehen, ich habe also ja keine Stellen mehr gehabt. Könnte jetzt aber auch an die 31 Grad liegen, die wir hier haben. Die und Körper dann sitzt ein heißer Käfer also, ja noch neben dir. Ja, ja, das stimmt. So, das also, wollen wir bitte Mädchen auch mal festhalten. Ja, ja, also ich würde sie mir auf jeden Fall wiederholen. Ich würde sie empfehlen, sehr, sehr gut. Also ich glaube auch, dass sie wirklich für alle Hauttypen geeignet ist. Also meiner empfindlichen, trockenen Haut hat sie sehr, sehr gut getan. Deshalb, wenn ihr einen Müller bei euch in der Nähe habt, schaut da ruhig mal vorbei und guckt euch die Maske an oder probiert sie mal aus. Mir hat sie sehr gut gefallen. Ja. Dann sind wir an dieser durch. Stelle ja durch. Genau, ich bedanke mich bei Lena und bei Verena erstmal für die Fragen oder für die tolle Sprachnachricht. Mir hat es wieder sehr viel Freude gemacht. Ja, mach du mal Laune mit euch. Ja, immer, auf jeden Fall. Also könnten wir das jetzt mal ohne Scheiß, ne, könnten wir das auch vorstellen, mit dem einen oder anderen Schätzelein sich zu treffen, ja, ach, natürlich. So, zu treffen, ich habe verstanden, nicht zu treffen. Ach, Uwe. Natürlich. Ja. Ja, das ist schon, da sind schon ganz, ganz viele, die so auf einer Wellenlänge schwimmen und das ist, erfüllt mich einfach mit Freude und das, ey Leute, ich kann es immer wieder nur sagen, es ist schön, dass es euch gibt. Dicke, dicke Terz. So, aber nichtsdestotrotz beenden wir das Video hier und sagen das, was wir immer sagen.
Seid frisch, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schatz, du musst jetzt nur sagen, schöne Arbeitswoche. Nein. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Oh, Montagabend, Rest, ja? Rest Montag. Alles klar. Tschüss, ihr Lieben. Frohes Schaffen die Woche. Oh, er kann es dir lassen.